Moin, hallo und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ich habe jetzt ziemlich ausgebaut nochmal, so ein bisschen noch ein paar mehr Maschinen jetzt hier rein, dass ich noch ein bisschen besser produzieren kann. Es zieht sich halt einfach, ne? Ich brauche jetzt hier noch drei Sachen, dann ist der Kran auch gleich fertig. Drei Stahlhüllen brauche ich noch, wenn ich die fertig kriege, dann habe ich das auch geschafft. Und der Stoff, den muss ich unbedingt fertig kriegen. So, Spira, wir müssen mal eine Runde reiten jetzt hier, oder? Freust dich doch schon auf, dass du wieder aus dem Stahl so ein bisschen rauskommst hier. Wir müssen jetzt zum Museum. Ich muss da nochmal gucken, was es da so gibt. Da muss ich schauen, was ich noch tauschen kann. Das will ich jetzt gerne mal ausprobieren. Ganz kurz hier bleiben. Hallo, hi Remington. So, gucken wir mal. Was gibt's denn in der Tauschbörse so Tolles? Okay, Fisch-U-Boot, Wunderlampe, Goals. Der Kunde möchte dieses Teil tauschen. Soldat mit Axt und du willst Goals dafür haben? Tauschen. Nicht genügend Gegenstände. Hä? Ach, du willst das hier haben. Der sucht nach... Ach, suche nach Russo. Nee, ich ver... Moment. Tonfigur, Mannteil 3. Wunderlampe. Leistungszentrum Modell Teil 4. Ein Teil an der Wunderlampe. In verlassenen Ruinen 2. Hier, komisches Gefäß. Das kann ich machen. Sprecheranlage brauche ich eigentlich nicht. Aber wir gucken mal. Komisches Glasgefäß habe ich, glaube ich. Goals hier. Ist doch eigentlich kein Problem. Oder will er das haben? Ne, der Kunde möchte dieses Teil tauschen. Also er hat das hier. Und möchte das haben. Aber dann möchte er doch Goals haben. Achso, ich habe noch keine Goals verdient oder wie oder was hier. Ich raff das noch nicht ganz. Muss ich mal gucken. Ein Glasgefäß. Das haben wir, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich guck mal nach. Ich will nämlich wissen, wie das jetzt funktioniert hier. Das ist nämlich noch interessant. So, Spiro, wir müssen gerade nochmal zurückreiten. Ich möchte nämlich wissen, wie das funktioniert. So. Okay. Bleibst kurz hier. Ich komme gleich wieder. Ich muss... jetzt laufe ich hier schon mal vorbei. Ich muss mal gucken. Und zwar... Hier... Nee, da. Forschung. Das kann da wieder rein. Ein Glasgefäß. Gib mir mal eins. Okay. Habe ich sonst noch irgendwas hier? Nee, eigentlich nicht. Ich habe sehr wenig Relikte. Eigentlich muss ich zugeben. Ich muss mal auf Reliktjagd gehen, wa? Wenn ich mir das so angucke hier. Dings habe ich eigentlich schon. Teil 3, Teil 1. Habe ich den Rest noch davon? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. So, ich nehme jetzt das Glasgefäß hier mit. So, Spirit, wir müssen nochmal los. Oh, jetzt laufen wir erstmal voll dagegen. Das tut mir leid. So, wir schauen mal. Wir müssen jetzt hier nochmal hin. Da ist der mysteriöse Mann wieder. Der ist immer länger da, aber der ist wahrscheinlich nur da jetzt, weil es Ende des Monats ist und der ist morgen wieder nicht mehr da. So, jetzt gucke ich mal. Jetzt muss ich da hingehen und dann gucken, ob ich das tauschen kann. So, das hier möchte ich tauschen. Nicht genug Gegenstände. Muss ich das im Inventar haben vielleicht oder so? So? Nicht genug Gegenstände. Ich bin verwirrt. Ich glaube, er möchte das haben. Ich bin mir nicht sicher. Dann möchtest du den Soldat mit Axt Teil 1 haben. Okay, gucken wir mal. Also das Kleine ist das, was sie dann haben wollen, oder wie, oder was? Ich dachte, dass das jetzt hier rausgeben, weil das irgendwie so ein bisschen komisch ist. Da steht Suche nach der Person, oder wie, oder was? Oder muss ich das mit denen tauschen, dann direkt? Ich dachte, das kann ich da direkt machen. Ich muss mal gucken. Ich probiere jetzt nochmal aus. Ich nehme nochmal kurz zwei Sachen mit, wenn ich die dann habe. Das schauen wir mal, weil Goals macht ja keinen Sinn. Das wird wahrscheinlich dann eher Sinn machen. Er wird das wahrscheinlich geben. Bleib's kurz hier. Aber Telefon habe ich ja nur eins, ne? Das ist dann halt blöde. Zum Telefon-Dingen. Was kommt da erstmal rein? Habe ich denn vielleicht hier noch? Ne, die Mütze habe ich nicht. Ich habe nur diese Telefonzelle hier. Ja, nehmen wir die mal.
Ich probiere das damit jetzt aus, das will ich wissen. Welche Lage kann ich ja nochmal ausgraben? Ich muss mal schauen, wo ich alles ausgraben kann, beziehungsweise finden kann hier. Weil ich glaube, ein paar Sachen kriegst du nur übers Tauschen. Aber sicher bin ich mir nicht. Das ist ja das, was ich gerade rausfinden will. Da waren jetzt immer ein bisschen bessere Angebote. So, wir gucken mal. Neuer Versuch, neues Glück. Jeder Versuch macht klug, oder wie war's? So. Jetzt aber. Hier, ich will's wissen. Ja, alles klar. Das möchten sie haben. Und das würden sie geben. Das will ich aber nicht haben. Das sind auch Sachen, die finde ich nicht. Okay. Wie lange sind die immer? 2 Tage übrig? 1 Woche sind die da. Okay. Das ist jede Woche, lohnt es sich hier tatsächlich mal reinzuschauen. Wobei, ich weiß nicht, ob andere das vielleicht kürzer machen. Alles klar. Er wird mir ein Glasgefäß geben, aber das Glasgefäß bringt mir ja nichts, weil ich habe davon ja schon 3 Stück. Dann lassen wir das mal. So, war jetzt noch irgendwas? Will noch irgendwer was hier? Nee, ne? Emily möchte das haben. Ja, da muss ich mal gucken. Dann gehen wir mal ein bisschen spielen. Wobei, ich könnte erst mal gucken zu Hause, wie viel ich brauche. Du bist morgen weg, ne, mein Freund? Da muss ich nochmal gerade gucken, ob du noch was Tolles hast. Irgendwas, was ich noch gebrauchen kann. Leider nicht, ne? Motoren willst du haben? Metallkiste. Kann ich mir kaufen? Ja, komm, gib mir mal eine. Oder du hast 5? Ja, eine reicht, oder? Ja, ich brauche nur eine für Dingens. Brauche ich die jetzt nicht basteln, passt schon. Da bräuchte ich Motoren für, da könnte ich diesen Baumstumpfen haben. Okay. Das heißt, ich muss nächstes Mal noch andere Sachen mitbringen. Bilder. Niedliches Katzenbild. Maximal 15 Gesundheit, okay. Scrap würde ich mir gerne auch nochmal irgendwie vielleicht noch besorgen als Haustier. Ich bin mir noch nicht sicher. Muss ich mal schauen. Eine Goldkette. Die könnte ich eigentlich in Dings packen, ne? Angriff plus 8. Ich weiß ja nicht, ob mir das auch was bringt, wenn ich das ins Haus lege, aber eigentlich muss man das tragen. Herzchenlampe. Wandlicht der Liebe. Platzierung im Haus. 7 Ausdauer kriege ich dazu. Okay. Das Bett würde ich gerne mal austauschen. Dank des Eisengestells ist es robuster als ein Holzbett. Es bietet 2 Leuten Platz. Ja, komm, für 2000 nehmen wir es mit. Passt schon. Ich bastle später noch ein anderes hin oder so. Mal gucken. Was ist das hier? Kinderpuppe. Eine Figur von Kindern, die ein Fruchtbarkeitssegen sein soll, erhöht die Chance darauf, dass der Ehepartner schwanger wird. Das wäre, wenn ich Emily bei mir im Haus habe, eher schwierig, glaube ich. So, was haben wir hier noch? 235 GP, wow. 160 GP, 50 GP. Krass. Ich weiß gar nicht, wie viel meine macht. Aber ich hole das nicht mehr. Ich bin schon nur auf 80.000. Dankeschön, mach's gut. Ich habe jetzt ein Doppelbett noch gekauft. Ich guck mal, wie viele Punkte... Oh, hä. Hey, wie viele Punkte ich habe. Irgendwann laufe ich da noch rein. So, jetzt ab nach Hause. So, Spira, ne? Oh Gott, jetzt habe ich das Bett in der Hand. Das wollte ich gar nicht. So, weg damit. Ja, Spira, ne? Komm, nochmal eine Streicheleinheit. Ja, ne? Das brave Pferd. Hast du wieder toll gemacht heute. So. Okay, dann bleibst du hier. Ich guck mal, ob du noch genug Futter hast. Nein, hast du nicht. Okay, dann müssen wir definitiv wieder Futter nachlegen. Warte mal, kann ich das hier einfach auffüllen? Das interessiert mich jetzt. 10. 10. 10. Tatsache. Okay, ich brauche es nicht extra rausnehmen. Das ist also alles miteinander verbunden. Okay, dann habe ich das immer falsch gemacht. Na gut, weiß ich Bescheid jetzt. Dich muss ich mal nehmen. Und dahin stellen. Und da kann ich vom mysteriösen Mann nämlich diese Metallkiste hier hinstellen. Und das ganze Essen... Oh je. Das ganze Essen jetzt mitnehmen hier. Vor allem das ganze Essen... Nee, warte mal, den Fisch lassen wir mal hier. Den Fisch lasse ich doch mal da. Und dann packe ich hier die Essenssachen rein. Wobei da ja auch Fertigsachen sind.
Mal schauen. So, und dann die Kiste hier noch. Ne, da war der Fisch drin jetzt, ne? So. Was bist du? Klingenfisch getrocknet, okay. Dann kommt das noch alles hier rein? Ne, das nicht. Das ist ja in Ordnung. Was macht der denn hier drin? Wieso macht die was macht die Medaille hier drin? Ich wieder nicht aufgeräumt oder was? So, das passt hier alles rein, das ist schon mal gut. Und den Fisch werde ich jetzt hier umpacken. Kann ich die umbenennen? Ja. Das nennen wir dann einfach Fisch 2. Und das nennen wir dann einfach Fisch. Okay. Dann können wir nämlich den ganzen Fisch hier reinschmeißen. Moment, das hier ist Beute. Das gehört hier nicht rein. Was macht das hier drin? Habe ich da keinen Platz mehr verbaut, oder was? Müssen wir mal schauen. Und das war jetzt einfach Essen, ne? Das sind Zutaten. Wir nennen es einfach mal Essen erstmal. Ist eigentlich nicht korrekt. Wobei, wir nennen es einfach Essen und... Essen und... Menü. Passt schon. So, bei Beute. Kann ich das bei Beute noch reinschmeißen? Bitte sag mir, das passt da rein. Ja, perfekt. Okay. Jetzt lassen wir alles arbeiten. So, die Medaille kommt hier rein. Ich habe... 96 Ritterabzeichen und ich brauche 500. Ach du meine Güte. Das kann ja heiter werden. So, das kann ich noch mit ins Haus nehmen. Das Relikt kann ich gerade noch wegpacken. Mal schauen, das kommt dann wieder hier rein. Nein, okay, ein weiter. Nein, da nicht. Das war zu weit. Da muss ich hin. Das kommt da wieder rein. Okay, jetzt ist die Frage. Habe ich überhaupt für das Doppelbett da genug Platz in der Ecke? Nee, eigentlich nicht. Nehmen. Und im Inventar ablegen. Und jetzt muss ich gucken, das große Bettchen. Kann ich das drehen hier so? Ich kann das nur so drehen? Wieso nur so? Das ist aber doof jetzt. Das sieht aber nicht ganz so toll aus, muss ich zugeben. Da gefiel mir das Holzbettchen doch eher, ne? Das war ein bisschen gemütlicher. Im Inventar ablegen. Ist das ein Einzelbett gewesen oder ein Doppelbett? Einfaches Bett. Ne, das war ein einfaches Bett. Tatsächlich, das ist ein Doppelbett. Ja gut, dann lassen wir das Doppelbett erstmal. Geht nicht anders. Drehen. Warum ich das jetzt an die Wand nicht drehen kann, weiß ich nicht. Ich muss ja nochmal das hier aufräumen. Das muss noch ein bisschen woanders hin. Das kann eigentlich hier drüben nachher hin, ins Esszimmer. Wobei ich hier echt keine Fenster habe. Das finde ich echt ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, das ändert sich noch. So, was haben wir denn noch hier? Die Uhr haben wir noch. Und das haben wir noch. Eine Uhr. Hängen wir da hin. Und den Blumenständer stellen wir da erstmal hin. Passt schon. So. Jetzt muss ich da pennen gehen. Ich schlafe aber eigentlich auf der anderen Seite. Genau, auf der Seite schlafe ich eigentlich. So. Okay. Oh, ich kann hier doch noch weggehen. Wow. Nee, kann ich nicht. Ja, großartig. Jetzt stehe ich hier in dem Chaos drin. Das Chaos muss ich nochmal beseitigen. Das geht so nicht. Ich muss hier nochmal schauen. Wir haben es jetzt auch Winter tatsächlich. Und ich werde mich nochmal dran machen müssen und die Möbel müssen umräumen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder, wenn ich hoffentlich ein bisschen Platz habe hier. Also macht's gut, Leute. Bis dahin. Ciao.